Herzlich willkommen zu Let's Play Sims 3 Generations Part 11. Heute werden wir umziehen, beziehungsweise jetzt sofort. Ich dachte, ich mache das mit euch zusammen, weil irgendwie finde ich das aufregend. Ich musste jetzt noch die Erbschaft von Haley nehmen, also bei ihren Gelegenheitspunkten habe ich das jetzt, oder Zufriedenheitspunkten habe ich das jetzt auch noch eingelöst. Ich hoffe, euch stört das nicht. Ich muss mir mal wieder einen Timer stellen, wie immer. Ups, vergessen. Auf jeden Fall habe ich gerade bestimmt 2 Stunden an einem Haus gebaut und bin sehr zufrieden. Es ist noch nicht ganz fertig, weil ich wollte nicht, dass es allzu teuer wird, damit wir da jetzt direkt einziehen können. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir ziehen da jetzt direkt mal hin, weil das müssen wir nämlich jetzt machen, weil ich habe hier keinen Platz für 2 Betten für die Mädchen. Und ja, deswegen, wo ist Ivy? Das ist doch so. Da ist Ivy. Haley, du bist so eine gute Mutter. Okay, ich würde sagen, du nimmst sie jetzt mal hoch. Und dann kann er nämlich Immobilien- und Reiseservice umziehen innerhalb dieser Nachbarschaft. Okay. Wieso kannst du... Nein, nicht in den Schlaf lesen. Wir ziehen jetzt um, Freunde! Am besten wäre es, wenn du Zoe mitnimmst. Das wäre super. Okay, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Und Möbel verkaufen. Jetzt haben wir... Oh mein Gott, wir haben nicht genug Geld. Mann! Wo habe ich es denn gebaut? Ja, was ist denn? Das hier? Nee. Das ist es. Oh, ist doch, können wir uns doch leisten. Das ist ja cool. Gut. Dann würde ich sagen, können wir jetzt einziehen. Wir haben noch 781 Simoleons. Das ist überhaupt nicht mehr viel, aber egal. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen das neue Abenteuer. Ich hoffe, es ist nicht euch nicht zu groß oder so. Ich weiß, es ist jetzt schon ziemlich für den 11. Part. Es ist schon ein ziemlich großes Haus, aber ich finde, wir können mit diesem Haus gut arbeiten. Also wir können das noch ausbauen und wir haben genug Platz für alle und ja, deswegen finde ich es eigentlich ganz cool und es ist mir auch echt gut gelungen, finde ich. Ich habe erst überlegt, ob ich ein Speedbuild machen soll, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Und ja, ich bin einfach noch nicht so geübt im Häuser bauen, deswegen ich habe jetzt 2 oder 3 Stunden für dieses Haus gebraucht. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Haley, kommst du? Nee, du sollst ihn auch nicht in Schlaf lesen. Los! 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 Gut. Und wir sind da. Tada! Das ist das neue Haus! Wup, wup. Also das hier ist das Haus und das ist die Garage. Nicht, dass ihr denkt, das gehört auch noch zum Haus. Ja, ich würde sagen, ich gebe euch eine kleine Haustour, damit ihr seht, wo wir von jetzt an wohnen werden, beziehungsweise unsere Familie Harris. Und zwar zeige ich es euch nochmal kurz von außen. Das hier ist das Haus. Das sieht natürlich jetzt auch total cool aus mit den Tannenzapfen. Ja, ich finde, das ist eigentlich noch relativ klein. Also es ist jetzt gar nicht so groß, wie ich eben gesagt habe. Aber wir haben eben ein riesiges Grundstück. Das meinte ich damit, dass wir noch richtig gut ausbauen können und so. Und ja, hier haben wir eine große Garage, fand ich auch ganz cool, weil ich habe eben, das zeige ich euch mal kurz, in der Garage, das war übrigens ein Akt, wundert euch nicht, warum das hier so schräg ist. Warte, wenn ich das hochmache, dann sind hier nämlich Löcher. Das ist super kompliziert gewesen, das konnte ich jetzt nur cheaten und jetzt sind da so Löcher, aber ist mir jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich hier in der Garage so einen kleinen, ja, so ein kleines Wäschezimmer, sage ich mal, aufgebaut. Also hier ist eben die Waschmaschine und der Trockner und so ein paar, ja, Sachen für die Waschmaschine. Dann habe ich hier ein, wer ist das? Oh, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Oh mein Gott. Ein Schlagzeug. Oh, ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt auch so, boah, wie dumm ist die eigentlich? Tut mir leid. Ein Schlagzeug habe ich hier hingebaut, weil ich so dachte... Das ist mega laut und so und da wollen alle drinnen nicht gestört werden. Deswegen ist das doch ganz cool in der Garage. Vielleicht hat Ryan auch irgendwann mal Aggression und spielt dann Schlagzeug. Keine Ahnung, ich habe mir das irgendwie cool vorgestellt, deswegen habe ich hier noch ein Schlagzeug hingestellt. Hier haben wir Platz für 2 Autos. Momentan haben wir ja noch keins, aber Platz ist da.
Und hier sind dann eben die Garagentore und noch eine Tür. Ich finde, das ist ganz cool geworden eigentlich. Ziemlich amerikanisch, finde ich. Ja, hier vorm Haus habe ich so ein paar Blumen und so. Und hier ist dann eben der Eingang. Das finde ich ist auch total cool mit den Säulen hier. An der Haustür stört mich das noch ein bisschen, dass das hier Gold ist, aber das konnte ich nicht ändern. Aber da gewöhnen wir uns auch schon dran. Und hier habe ich eben so ein paar Lichter hingemacht, damit man den Weg findet und hier auch. Und ja, ich finde das eigentlich ist ganz cool geworden von außen. Ich kann euch auch nochmal das von hinten zeigen. Hier im Garten habe ich jetzt noch nichts gemacht, weil ich eben nicht wollte, dass es zu teuer wird. Und so können die, kann die Familie Harris das ganz nach ihren Vorstellungen einrichten. Bestimmt haben wir auch irgendwann mal genug Geld für einen Pool. Also Platz ist ja auf jeden Fall da und vielleicht ein paar Spielsachen und so. Das fände ich ganz cool. Und hier haben wir so eine kleine Veranda, da kommt dann wahrscheinlich auch noch ein Grill und sowas hin. Und ja, hier ist dann eben auch noch eine Tür, wo man dann von drin rausgehen kann. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal unten im Haus an. Man kommt hier rein. Ich glaube, dieses Haus hat insgesamt drei Schlafzimmer und drei Badezimmer. Ja. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal kurz die Küche. Das ist die kleine Küche. Ich finde, die ist mir am besten gelungen. Ich finde die irgendwie mega cool. Die ist so klein und gemütlich. Und ja, ich finde, das passt zu Familie Harris. Es ist nicht zu pompös. Und hier sind so ein paar Sachen. Ich habe schön dekoriert, finde ich. Wie ihr merkt, ich bin ein bisschen stolz auf dieses Haus. Ja, hier habe ich nur so einen Türrahmen gemacht, weil ich das immer ganz cool finde in der Küche. Dann ist hier ein Badezimmer. Hier ist eine Dusche drin und Toilette, Waschbecken. Also, weil ich mir dachte, unten braucht man nicht unbedingt eine Badewanne auch. Dann geht hier die Treppe hoch. Ups, das sollte nicht mehr da stehen. Das muss ich gleich noch wegmachen. Hier geht die Treppe hoch. Das zeige ich euch aber gleich. Hier ist das Wohnzimmer. Das ist jetzt auch nichts Spektakuläres irgendwie. Ich habe nur eine Couch und einen Fernseher reingemacht. Wir haben auch noch keinen Computer, fällt mir gerade ein. Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwann vielleicht hier noch einen hinmachen oder so. Mal sehen. Ja, auf jeden Fall ist das die Couch. Die Couch hier ist von Diesel, glaube ich. Ich finde die mega cool. Ich habe die irgendwie vorher nie benutzt. Ich habe sie eben gefunden. Ich finde die richtig geil. Also mit den Kissen und so sieht voll cool aus. Hier haben wir eben so kleine Kerzen und eben einen Couchtisch. Dann haben wir hier drüben ein Esszimmer. Normalerweise mache ich nie Esszimmer, aber die Küche ist so klein und hat hier eben nur die zwei Sitzplätze von der Theke, deswegen dachte ich mir, machen wir hier noch ein Esszimmer. Ist auch nichts Spektakuläres. Ich habe hier einfach noch so einen Schrank hingemacht und eine Pflanze und ja, damit sie dann immer zusammen essen können, wenn die Mädchen dann auch groß sind, dann passen alle an den Tisch. Und dann geht's auch schon in die obere Etage. Hier sind eben die ganzen Schlafzimmer und ja, hier im Flur habe ich einfach noch ein Bücherregal stehen und so eine kleine Pflanze. Hier ist das Schlafzimmer von Haley und ich wollte schon wieder Ryan sagen, Alan. Ist eben so ein ganz normales Bett, ist so in Brauntönen und Beigetönen gehalten, gefällt mir sehr gut. Also es ist noch nicht alles perfekt aufeinander abgestimmt. Also hier zum Beispiel, das finde ich passt nicht perfekt zum Bett, aber das ist eigentlich das gleiche Material und so. Naja, ihr kennt ja Sims. Aber sonst gefällt es mir echt gut eigentlich. Dann haben die hier natürlich auch ein super schönes Badezimmer. Oh, hier habe ich auch wieder einen Fehler begangen. Oh Mann, Nina, das muss ich gleich auch noch kurz fixen, also hier steht der Wäschekorb im Weg, da kommt man dann nicht ans Waschbecken ran. Das kommt davon, wenn man den Move-Object-Cheat die ganze Zeit anhat. Ja, hier ist eine große Badewanne, eine Dusche, bla bla bla. Hier ist dann nochmal ein Badezimmer, wo auch die Kinder dann reinkommen, weil hier ist eben nur eine Tür aus dem Schlafzimmer. Und das Zimmer ist dann eher so für alle. Finde ich es auch ganz süß. In so Grau-Weißtönen gehalten mit einer blauen Badematte. Hier ist dann das Zimmer von den Mädchen. Und ja, Mädchen halt. Rosa, 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 rosa. Ich weiß ja noch nicht, wie die beiden sich entwickeln werden. Das entscheidet ihr ja mit. Deswegen habe ich das jetzt erstmal so gemacht, weil ich finde es mega süß irgendwie. Und ja. Als letztes sehen wir dann hier Ryans Zimmer. Das ist so in blau-braun Tönen gehalten, beziehungsweise dieses Holz eben. Und ich habe so ein bisschen dieses, ja, wie soll ich sagen, diesen Meeresstil verfolgt. Also hier habe ich so Fische, das Bett ist ja ein Boot, wie ihr seht. Und hier, das ist eine Piratenschatztruhe und hier ist ein Piratenboot und ja, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre ganz cool und ja. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Das ist nämlich auch schon das ganze Haus. Ich finde es eigentlich ganz cool geworden. Ich sage die ganze Zeit eigentlich, ne? Ich finde es wirklich cool. Ich bin stolz drauf.
Und wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es euch zu groß ist. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, was wir hier vielleicht noch dran machen können. Und ja, ich werde jetzt mal ganz kurz noch die Sachen fixen, die ich fixen wollte, und dann komme ich zurück. So, schon passiert. Wir haben jetzt sogar 50 Simoleons mehr. Wupp, wupp. Und ich wollte euch noch ganz kurz zeigen, hier ist der Durchgang zur Garage. Also man muss nicht rausgehen, um in die Wäschekammer zu kommen sozusagen. Also man kann einfach hier durch diesen Durchgang gehen. Das wollte ich euch noch kurz zeigen. Und ich würde sagen, ich schicke die jetzt alle mal schlafen und komme dann zu euch zurück, wenn die alle wach sind. Guten Morgen, Sonnenschein. Okay. Wer ist erwacht? Zoe. Ich habe gerade was Witziges gesehen, weil er seine Geschwister noch nicht kennt, hat Ryan jetzt hier dieses Stimmungsding schüchtern sein, wegen Gesellschaft von nicht befreundeten Sims. Mensch, es sind nur deine Schwestern. Okay, die beiden heulen hier gerade, obwohl doch beide weinen. Und ich würde sagen, deswegen kann Haley jetzt mal aufstehen, denn sie hat ja eh keinen Job. Flasche geben, kuscheln, spielen und dann kann sie die zurück ins Bettchen legen. Mach schneller. Und ich würde sagen, zum nächsten Part werde ich die dann alle mal umstylen, weil es ist bitter nötig. Und ja, ich werde das dann auf jeden Fall auch aufnehmen, damit ihr das dann auch sehen könnt, wie ich das denn so mache. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Oh nein, die haben jetzt auch ihre imaginären Freunde. Mann, 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 Mann. Okay. Bist du jetzt wieder glücklich, Zoe? Ja, noch ein bisschen soziale Interaktion. Oh, ich finde das voll cool, wenn die Babys immer unterschiedlich aussehen würden. Ich habe diese Woche nochmal Sims 4 gespielt. War wieder enttäuscht. Also, ich freue mich auf jeden Fall schon aufs erste DLC. Das ist echt so langweilig, wenn du nur das spielen kannst. Also daran merkt man erstmal, wie toll eigentlich Sims 3 ist. Auf jeden Fall, oh, er muss schon wieder nicht in die Schule, höre ich gerade. Ja, auf jeden Fall hätte ich das da cool gefunden, wenn die es umgesetzt hätten, dass die Kinder dann vielleicht immer unterschiedlich aussehen als Babys. Weil die sehen immer haargenau gleich aus. Ich meine, das sind jetzt Zwillinge, die sollen ja gleich aussehen, aber I don't know, I don't know. Sie möchte Alan verliebt umarmen. Okay, ich muss jetzt mal mich kurz um Alan kümmern, dass er hier sauber wird und was isst, damit er gleich gestärkt zur Arbeit kann. Die kommt nämlich schon, die beginnt schon in 2 Stunden. Apfelpfannkuchen. So, Ryan hat auch Hunger. Dann kann er sich mal, ja, nimm dir auch Apfelpfannkuchen. Wenn du das gemacht hast, dann legst du Ivy zurück ins Bett und dann kannst du nämlich auch was essen gehen. Happy Family. Ich bin so stolz auf diese Küche, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich finde die voll cool. Na toll, da ist schon die Fahrgemeinschaft. Da musst du wohl auf der Arbeit essen. I'm sorry. Sing noch ein bisschen lauter, Helen. Gitarrefähigkeit verbessern. Haben wir gerade keinen Platz für. Seht ihr, wie schön? Jetzt setzt er sich da an den Tisch und isst. Ich muss nämlich gleich nochmal ausprobieren, ob man sich überhaupt hier dran setzen kann, weil hier habe ich auch ein bisschen gecheatet, wie ihr seht. Da habe ich mit dem Move-Object-Cheat ein bisschen gearbeitet. Oh, Haley beweist mir, dass es geht. Super, Haley. Cool. Das ist ja gut, wenn das klappt. Alan, wo bist du? Beeil dich. Oh, sie wünscht sich, ein Baumhaus zu kaufen. Das können wir gerne machen. Das ist bestimmt auch in Ryans Interesse. Und er wünscht sich, ein Iglo zu bauen. Da wir einen riesigen Garten haben, kannst du das gerne machen. Ach, ich liebe Seasons einfach, also Jahreszeiten. Das ist, glaube ich, mit mein liebstes Add-on. Ich habe auch mal überlegt, ob ich mal ein Video machen soll, also wo ich vor der Kamera sitze, aber auch für diesen Kanal, wo ich euch die Add-ons so ein bisschen vorstelle und meine Meinung darüber so ein bisschen sage, weil mich öfter schon Leute gefragt haben, welches mein liebstes Add-on ist und so. Ja, darauf hätte ich eigentlich Lust, also ich finde das ganz cool. Und ja, könnt ihr mir auch mal schreiben, wie ihr das findet, ob ihr da Bock drauf hättet und ja.
Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass Jahreszeiten mit einer meiner Liebsten ist, weil ich finde das einfach mega cool. Bei Sims 2 hatte ich das, glaube ich, gar nicht. Da habe ich definitiv etwas verpasst. Ja, du stinkst, geh mal duschen. Ich kann es nicht erwarten, wenn die groß werden. Die sind bestimmt zwei wunderschöne Mädchen. Morgen haben sie schon Geburtstag. Die kleinen Babys. Die Babys. Ich finde das so blöd, dass man bei den, wenn die Babys sind, nur so wenige Interaktion machen kann. Da macht man irgendwie nie was mit denen und baut keine Beziehung zu denen auf. Naja. Okay. Ich habe vergessen, meinen Timer weiterlaufen zu lassen. Och, ich bin doch so eine Idiotin. Egal, dann lasse ich auf ab jetzt. Okay, sie testet jetzt, ob das klappt alles. Yay! Du spielst jetzt aber nicht Schlagzeug, oder? Oh mein Gott, das will ich sehen. Go Haley, go Haley, go Haley, go Haley. Oh yeah. Oh yeah. Das hört sich grandios an, Haley. Nein, du gehst deiner Mutter jetzt nicht zuhören. Du kannst hier spielen. Ryan Harris hat zum ersten Mal ein Wildpferd gesehen. Ist hier eins bei uns im Garten? I don't see anything. Bam, 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 bam. Ivy, was ist los? Ivy hat sich in die Hose gemacht. Schmutzige Windel wechseln, dann kuscheln wir nochmal ein bisschen und spielen nochmal ein bisschen, damit wir schon ein bisschen Bezug zu denen haben. Und dann soll Haley mal ein bisschen sich ein paar Freunde suchen, weil sie ist immer so einsam. Weil ihre Freundin Georgia ist ja anscheinend nicht so eine tolle Freundin. Und sonst hat sie niemanden, den sie kennt. Das ist so bitter, ey. Das ist so bitter. Er spielt da schön in seinem Iglu. Wie süß. Ups. Hart arbeiten. Level 4 erst. Du musst mehr Geld verdienen. Alan, es tut mir leid. Du hast eine Riesenfamilie. Du brauchst mehr Geld. Du hast jetzt ein riesiges Haus gekauft. Ich will nicht wissen, was sie jetzt wieder für Stromkosten haben. Wahrscheinlich 1000 Euro oder so. Simoleons. Nee, Gärtnerin-Karriere, das machst du nicht. Ach so, dafür ist natürlich auch genug Platz, ne? Das ist auch total cool. Da können wir dann, wenn Frühling wird, können wir Haley so einen kleinen Garten einrichten. Das wird auch eine coole Sache, oder? Was sagt ihr? Nein, du wirst auch nicht Gesetzeshüter. Okay, Zoe hat sich auch in die Hose gemacht. Ich hatte so selten erst Zwillinge. Oh, ich habe mich gewundert, warum ich da nicht draufklicken kann. Nee. Wir haben jetzt keine Zeit zu verreisen. Aber irgendwann können wir das mal machen. Das finde ich auch voll cool, wenn wir verreisen würden. Das wäre mal eine coole Sache. Oder nicht. Was will er? Der Tierretter. Nee, sorry. Wir können keine 6 Streuner adoptieren. Das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Das Zimmer von denen finde ich auch voll süß. Ach so, wie ich mir das übrigens gedacht habe. Also jetzt haben sie ja noch ein Zimmer zusammen, aber ich dachte mir so, ab Teenager oder so ist das, glaube ich, nicht mehr so cool, wenn die dann immer noch ein Zimmer zusammen haben. Entweder machen wir das dann so, dass wir noch eine Etage nach oben bauen. Oder eigentlich hatte ich nämlich hier das Esszimmer als noch ein Schlafzimmer gedacht. Da müssen wir dann gucken, wie wir das machen. Aber eigentlich haben wir halt auch keinen Platz für noch einen Esstisch. Oder jemand zieht in die Garage. Oder wir bauen hier so ein kleines Gebäude noch an. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Da müssen wir dann mal schauen. Aber bis dahin ist ja, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Haley, du bist so fleißig. Du reinigst das Grundstück. Noch mal mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Oh mein Gott. Ich habe den imaginären Freund auf dem anderen Grundstück vergessen. Oh nein. Vielleicht habe ich ihn im Inventar. Nein. Oh, wie dumm kann man denn bitte sein? Wie dumm kann man sein, Mann?
Manu. Das gibt's doch nicht. Ach, egal. Er geht jetzt auf den Spielplatz. Oder zum Winterfest kann er mal gehen. Okay, dann ist das wohl erledigt mit dem imaginären Freund. Vielleicht können wir das ja dann bei einem der Mädchen machen. Also vielleicht, weiß nicht, bei Zoe oder bei Ivy. Welche war denn nochmal die freundliche? Ja, zu ihr würde das vielleicht passen, dass sie dann noch so einen imaginären Freund hat. Und Ivy soll so eine richtig coole sein. Vielleicht auch sogar eine Diva. Wer weiß, wer weiß. Du bist schon wieder müde. Wir haben 1 Uhr. Okay, du bist früh aufgestanden. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ich nehme alles zurück. Och Mann, mich ärgert meine eigene Dummheit so sehr. Was mir gerade noch einfällt, wir müssen mal eben als Eingangstür festlegen. Und dann müssen wir Festtagsbeleuchtung für das Haus hängend. Mehrfarbig. Nee, das sieht nicht so gut aus. Streifen mehrfarbig. Nee, das sieht man ja fast gar nicht. Rot. Ja, rot ist doch ganz cool. Oh, ein Wildpferd. Oh, das ist schön. Siehst du, ja, ich habe so Lust mit Haustieren zu spielen. Voll cool, oder? Was sagt ihr dazu? Okay, Ryan ist schon im Park. Zoe hat Hunger. Vita Alto. Bo an Andrews. Bo. Oh, mein Timer klingelt. Ich würde sagen, wir spielen den Tag jetzt einfach noch zu Hause. Das wird halt einfach eine Überlängenfolge. Gesicht bemalen lassen. Das kannst du gerne machen. Wo ist das denn? Da. Gesicht bemalen lassen. Als Pirat. Weil sein Zimmer ist ja auch so piratig, ne? Piratig. Ist das überhaupt ein Adjektiv? Spaß brauchst du. Du brauchst Spaß. Deshalb gehst du jetzt Fernsehen. Hayley spielt schon wieder Schlagzeug. Mann, ey. Kümmer dich mal um deine Kinder. Hunger. Flasche. Spielen. Zoe ist glücklich. Was guckst du denn, Ellen? Coop-a-Doo. Sieg in 3 Schachspielen, um etwas Geld zu verdienen und das Schachturnier zu gewinnen. Das könnten wir eigentlich mal machen, wenn das keine zeitliche Begrenzung hat. Müssen erst das machen. Dann würde ich sagen, machst du jetzt einfach mal ein bisschen Sport. Stärke. Aber schweißfrei, damit du nicht stinkst. Okay. Ivy. Aber. Nur du, nur. Ich kann fließend Zimmlisch sprechen, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Okay. Ryan hatte einen wunderschönen Tag im Park. Er hätte noch einen wunderschöneren Tag im Park gehabt, wenn hier irgendwelche Kinder wären. Aber hier sind nur Erwachsene. Ich glaube, für die nächste Folge platziere ich mal ein paar Kinder in der Stadt. Weil das kann ja nicht sein, ne? Dass hier keine Kinder sind. Tamara Donner. Stefan Junggesell, den Stefan, den kennen wir doch. Komm, du kannst dir mal was kaufen. Ach so, zeig uns mal dein Gesicht. Du böser Pirat. Er sieht eher aus wie so ein Yeti. Okay, nee. Meister Yoda. Nee. Haha, Nina, du bist so witzig. Oh, Manu. Oh, Manu, oh, Manu, oh, Manu. Kauf dir mal was zu essen. So schön, wie du aussiehst, um dein Gesicht zu zelebrieren. 20 weitere Lose sammeln. Wieso weitere? Hast du schon welche? Oh, 15. Schaut, schaut. Hayley ist schon schlafen. Dein Rhythmus wird in der Hose sein. Ich sag's dir, Hayley, ich sag's dir. Schauti, schauti, schauti.
Eierlikör. Ich glaube nicht, dass du das trinken darfst, Ryan. Heißer Apfelwein, heiße Schokolade. Zwiebelringe klingen noch ganz gut, obwohl. Er würde sich wahrscheinlich Pommes holen. Holen wir uns Pommes. Pommes. Lecker, lecker, lecker. Ich war heute bei Herrn zum Glück. Und habe einen Burger gegessen. Der war richtig gut. Das wolltet ihr jetzt wissen, oder? Okay. Jetzt kannst du nach Hause gehen. Und dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen interagieren können mit deinen Eltern. Oh, du bist gegangen, obwohl das Event noch... Ich wollte nicht am Schachturnier teilnehmen. Bist du doof? Ach so. Ups. Das Dings war für Ryan, nicht für Alan. Och, bin ich blöd. Bin ich doof. Okay, Falle auf... Nee. Oh, und ein U-Boot-Abenteuer kann er mal bestreiten. Das ist nämlich auch voll süß. Pinkel, pinkel, pinkel. Oh, er ist so süß mit seinen Hausschuhen. Auch Ivy, ey. Ryan, Alan, du musst jetzt leider mal hochkommen. Und dich um deine Tochter kümmern. Zoe ist die ganze Zeit wunschlos glücklich. Okay, sie fängt gleich richtig an zu schreien, aber bis dahin ist sie glücklich. Und jetzt zeige ich euch kurz, dass sie ist. Nämlich mega süß. Ho, 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 ho. Ist das nicht niedlich? Ja, es ist sehr niedlich, ich weiß. Okay. Jetzt schreit Zoe gleich. Dann kannst du nämlich sie direkt mal wieder reinlegen und ihre schmutzige Windel wechseln, Flasche geben, spielen und kuscheln. Und Ryan kann dann nämlich schon mal ins Bett gehen, wenn er dann wieder sauber ist. Ich hoffe, sein komisches Gesicht ist dann auch ab. Ich weiß nicht, an was er mich erinnert. Wisst ihr, an was er mich erinnert? Oh mein Gott. Okay. Ich habe die Windel voll. Ich brauche Aufmerksamkeit. Give me some attention, please. Und dann gehst du schlafen. Und ja, dann würde ich sagen, ist dieser Tag auch schon vorbei. Ich weiß, dieser Part hat etwas Überlänge. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und ja, schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, wie ihr das Haus findet. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und es war auch in eurem Interesse, mal umzuziehen, weil das war definitiv zu klein. Oh cool, das Iglo ist beleuchtet. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit diesem Haus. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Und bis dann. Ciao!